Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Liegeunterhaltung. Wir befinden uns bei Tütchen 4 vom Schloss Helmsklamm aus dem Film Herr der Ringe Trilogie. Welcher Teil? Zwei. Das war nur der Experte. Okay, auf geht's. Oh, das sieht nach nicht so viel aus. Nee, ist aber auch nicht. Aber das täuscht in der Regel immer, weil dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Tütchen! Ohne Recycling dieses Mal. Ich hole euch wie immer ein bisschen näher ran, das kennt ihr ja schon, das Prozedere. So, die Figuren darfst du wieder. Ja, vielleicht sind sie diesmal vollständig. Ey. Was? In der letzten Folge fehlte ja nochmal ein Figürchen, beziehungsweise ein. Die Rüstung. Eine Rüstung. So, das ist ein Schwert. Gib. Muss so gucken, was zu wem gehört. Ja, das Schwert gehört zu Aragorn, ist ja klar. Ist das klar? Mir ist das nicht klar. Ja. Ist ja auch der König, ne? Der zukünftige. Von Minas Tirith. Ich bin der zukünftige König, gehorcht mir. Der hat auch zwei Gesichter. Möchtest du lieber das Grimmige oder das andere? Das Grimmige kriegt er. Es ist Krieg, also muss er grimmig gucken. Es ist Krieg, also muss er grimmig gucken. Ja. Hast du gehört, Merkel? Wenn man dann nach Merkel geht, ist immer Krieg. Ja, das stimmt. Die guckt immer grimmig. Du hast natürlich genau das falsche Schwert gegeben. Achso, da gibt es noch ein Schwert. Ja. Und wer ist er hier? Das. Du hast jetzt. Ja, ist durcheinander. Falsche Gesicht gegeben. Oh. Auch noch. Oh, Verzeihung. Ich finde, das passte ganz gut. Dann hat er ja einen Grund, grimmig zu sein. Ja, richtig. Das ist nun mal der Uruk-Hai. Gut, dann ist das hier. Das ist Aragorn. König. Okay. Stellen wir die zu den anderen? Genau. Zu der anderen Armee. So, ich hab's schon mal. Super. Vorbereitet. Kannst ja doch was. Ab und zu. Kann ich doch was. Das war dasselbe, was wir vorhin schon hatten. Ja, so nur dass das wo das rankommt dann. Deswegen wird das dann immer separat gebaut. Ja, das ist ja auch zwei Projekte gleichzeitig ein bisschen, weil du kommst hin nach außen. Ist auch ungünstig, wenn du da zwei Sachen auf einmal bauen ja, musst. Ja, das wird sehr teuer. Ein bisschen nach. Nee. Doch. Achso, ist der erste. Ah, ganz ja. Nach außen und dann nach innen. Ja. Ja, nicht schlimm. Ach komm, hast du schon wieder gedacht, oh nee. Aber dringend Praktikanten, mit dem das geht gar nicht mehr. Nee, mit dem wollte ich noch am liebsten. Oh, was für ein Schleimer. Das war Lob und nicht kein Schleim. Ich muss nachher die Küche wischen. Sonst rutsche ich noch raus morgen früh. Warte mal. Das. Nein, das war richtig. Nein, war es nicht. Doch, war es nicht. War es nicht? Nee. Aber die Platte ist auf. Falsch. Wieso? Die ist ja gut ab. Die ach, die muss auch. Ach ja. So. Deswegen sah das so richtig aus. Ja. Grünzeug. Gestrüpp. Das kommt. So, da waren nur vier frei. Also. Jetzt haben wir es. Aber kein Gestrüpp mehr. Da ist noch Gestrüpp. Einen brauchen wir noch. Wie? Warum noch ein Gestrüpp? Ja, es kann sein, dass das auch in der. Aber Gestrüpp ist ja nicht so wichtig. Oh, mein Freund. Ja, Gestrüpp ist woanders. Sei froh, dass wir keinen Lego-Blumenladen bauen. Ja. Stimmt, aber gibt's auch so nicht, meine ich. Falls doch, in den Kommentaren bitte. Ein Lego-Blumenladen. Ein Lego-Blumenladen. So. Wenn also. Schon Big Bang Theory. Ja, das wäre cool. Das war die engere Wahl bisher. Ja, ja, richtig. Das war noch nicht. Das ist jetzt auch bei den Ideen mit 10.000 Klicks gewesen. Und jetzt prüfen die halt, ob sie da Rost und Zett machen können. Ne? Genau, das hattest du ja mal, hast du mir gezeigt, die Videos da. Das ist ja interessant, was die Leute für Ideen haben. Richtig, also guckt mal nach. Lego Ideas heißt das. Das sind einige interessante Einträge drin. Wobei ich manchmal nicht nachvollziehen kann, warum ein richtig guter Bau von irgendeinem Filmset oder so
wenig Klicks hat und ein schlechter Bau vom selben Filmset hat deutlich mehr. Das verstehe ich auch nicht, ja. Naja, vielleicht einfach nur die bessere Propaganda oder so. Warte mal, das ist schon so richtig. Also da kommt noch einer. Und wie viel das auch ist, ne? Ja, das ist richtig viel. Wie war das? Ein Jahr haben die Zeit oder so? Ein Jahr. Ein Jahr. 10.000 müssen sie haben? Minimum? 10.000 müssen sie haben. Das ist schon krass. Krass ist es, aber ich finde es gut, dass Lego sowas anbietet, ne? Dass man seine eigenen Ideen da verwirklichen kann. Ja, wir müssen dazu sagen, wir haben uns den Katalog mal angeguckt und wir haben das Jahr nicht durchgekriegt. Wir haben vielleicht ein halbes Jahr geschafft, so viele Sachen sind da. Richtig. Danach hat Tobias Computer schlapp gemacht, muss man auch mal sagen. Ist einfach so, ja. Ja, das hat Lego ein bisschen doof gelöst, weil die Webseite baut sich immer nach und nach auf. Wenn man weiter in die Vergangenheit will, klickt man auf Weiter und dann baut sich darunter wieder was auf. Mhm. Und irgendwann ist der Speicher voll, selbst weil es gibt ja keinen unendlichen Speicher. Ne? Aber das hat Lego ein bisschen unklug. Da gehört dann auch ein kritisiert ein bisschen. Kritik muss auch sein, ne? Ist ja nicht alles Fredo Freude reingekommen. Ist nicht alles Frodo? Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Hab ich nie getrunken, das Zeug. Ich kann das also gar nicht beurteilen, ob ich bluner bin oder nicht. Bluner habe ich auch nie getrunken. Gibt's das überhaupt noch? Gute Frage. Nächste Frage, ab in die Kommentare. So sieht's aus. Wir haben immer Hausaufgaben für unsere Zuhörer. Ja, geht ja nichts umsonst hier. Und wer glaubt, dass es hier was umsonst gibt, den rufen wir mal bei der GEMA an hier. Und dann wird's teuer, mein Freund. So. Das passt also, was ich hier mache. Ein flacher. Achso. Ja, der hat noch gefehlt. Ja. Die grauen noch, ne? Und da ist schon mal einer. Da ist der andere. Und da kommen die Dreier noch drauf, oder? Ach so, Entschuldigung. Ja, wollte ich gerade sagen, das habe ich nämlich auch übersehen. Haben wir beide übersehen? Ja, in der Tat. Passiert. So. Und dann hätte ich mich gewundert, warum ist das übrig? Nein, wir wundern uns hier noch nicht. So, jetzt kommt wieder denselben Fehler. Wieder die Flache. Wieder flach, werden alle nur flacher. Das Ganze mache ich hier nach innen. Dann muss ich das hier grün. Auch nach innen. Und noch ein grün. So, dann kommt das hier hin, dann kommt das da hin, dann kommt jenes hier hin. Genau. Und da. Ja, das kann auch nicht jeder. Das freut mich. So. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, kommt da wieder der Einer drauf, ne? Letztes Mal. Ja. Und dann das bleibt gleich. Manche Sachen wiederholen sich dann auch gerne. Fertig. Achso, da oben. Aha. Ja, jetzt kommt wieder die Balustrade sozusagen. Romeo! Ja, genau. Ich bin nur gespannt, ob dann irgendwann noch mal dieser Zweier fehlt oder ob wir das jetzt ausgeglichen haben. Ach so, dieser Einer. Mhm. Ich denke, das haben wir hingekriegt. Ja. Jetzt kommen die. Die habe ich schon. Das warst du schon. Ja, aus Versehen habe ich da ja. Vorgegriffen. Nicht schlimm. Ich fühle mich schrecklich. Ja, kannst du nachts nicht schlafen, ne? Ich kann nie schlafen. Drei Tage wach. Drei Tage wach, genau. Jo, jo, jo. Da kommt gar kein grüner rein, nur graue. Nur graue. So, die kommen. So, nee, ach so. Oh. Das war jetzt nicht gut. Was heißt kaputt hier? Los, so? Ja, genau. Nee. Ja, doch, doch, doch. Ah ja. Die müssen nach innen zeigen. Hatten wir letztes Mal auch drei, da hatten wir nur zwei, oder? Da hatten wir nur zwei. So. Also es ist doch nicht 100% dasselbe. Ist ja okay.
Ach ja, ja. Und kommt der dahin? Der kommt. Und dahin, der kommt hier rein. Genau. Da. So, das kommt dann hier drauf und dann. Genau. Jetzt kommen die hier oben wieder. Wir haben jetzt das auch Stabilität wieder gekriegt. Eigentlich überschätzt. So viel zum Thema Stabilität. Genau. Knacks. Das zeige ich auch später. Da wird ja auch eine Mauer kann man explodieren lassen. Das ist auch richtig cool. Genau, sehr schön. Ja. Das möchte ich ja nur noch aussehen. Wie im Film dann halt auch, ne? Boah, mit Special Effects. Mit Special Effects sogar. Also jetzt kommt er später. Oh, so dranbleiben. Ja, im Film kommt es ja auch vor, dass da diese Bomben hingelegt werden. Und dann kommt so ein Läufer und mit so einer Fackel schmeißt sich da rein und boom, die Mauer explodiert. Also richtig cool. So, es geht voran. Komm. Es geht voran. Noch einer in der Mitte, oder? Das Lied, was man jedes Jahr spielen kann. Mich wundert, dass ich noch kein Last Christmas gehört habe. Ich hab schon gehört. Ich nicht. Gott sei Dank. Und wenn ich es höre, schmeiße ich das Radio, aus dem ich es höre, aus dem Fenster. Ich liebe dieses Lied. Oh, ich kann es jedes Jahr hören. Wirklich, jedes Jahr. Oh, und jetzt fehlt ein Viererblock? Oder? Ach, da kommt gar keiner hin. Nee, er kommt. Das wird Glück haben. Ah, nee, er kommt so nach innen. So, hier liegt auch noch Zeugs. Ja, jetzt kommt noch. Ein bisschen der Fall. Feinschliff. Feinschliff? Feinschliff. Wir schleifen die Pfeile. Was ist das für schräg? Ah, nee. Ach, die kommen oben drauf wieder. Okay. Ein bisschen Fummelarbeit gerade, aber das gehört dazu. Das gehört immer dazu. Lego heißt auf Niederländisch fummeln. Nein. Da beweist man das Gegenteil. So, nächste Seite. Muss er dran stöpseln. Wieder dran stöpseln. Auf diese Seite. Ja. Zack. Und da kommt dann wieder Stabilität rein durch den Dreier hier. Zack. Cool. Und den Zweier flachen. So, jetzt kommt die Leiter. Ja, die sieht sehr kompliziert aus. Wie ihr seht, wird schon breit, ne? Ja, das ist schon etwas in die Breite gegangen. Das Problem kenne ich auch. So, kann ich das haben. Ach, oh, so kompliziert ist das gar nicht. Sieht nur kompliziert aus. Ne? Ja, die geht leicht von der Hand, die Leiter. Schon kann. Die Sturmleiter für die Orks. Eher gesagt für die Urukais. Ist diese Szene auch am Ende des Films oder? Nee, das ist ja zweite Teil. Ja, ich meine, deswegen meine ich ja, spielt die mittendrin. Mittendrin, also nicht am Ende. Okay. Das stimmt, mittendrin ist die Schlacht um Helmsklamm. So, das kommt so. Genau, nach innen, also ne? Ja, ach, genau. Da. Genau, so. Ich versuche gerade was ganz anderes. Ja, das sage ich jetzt aber lieber nicht. Schon wundern wir los. Oh, Leiterchen. Leiterchen. Und die kommt jetzt da ran. Sie haben die Ehre. Und? Kannst du ein Schiff vorziehen? Ja, okay. So. Ja, und damit wäre die letzte Folge durch. Und Heft Nummer 2 fertig. Also, bis zum nächsten Teil. Juhu. Tschüss.